Seid gegrüßt, Sternenbürger. Hier ist wieder das Star Citizen News Radio, euer Hyperraumsender für den deutschsprachigen Teil dieser Galaxie. Wir wollen euch auch heute wieder mit News, Fakten und Fiktion rund um Star Citizen und Squadron 42 versorgen. Und wir sind Mira Luna und Stardust. Vielen Dank für euer Interesse an unserer letzten Folge in Form von Mails und den vielen Klicks auf unserem YouTube-Channel. Ihr seid wirklich eine absolut super Community. Unser besonderer Dank geht an alle unsere Partnerseiten. Vielen Dank fürs Verlinken. Ihr findet ihre Links auf unserer HB. Und nicht zu vergessen unsere unermüdlichen Helfer, die uns mit News und ihrem Know-how unterstützen. Vielen Dank an euch. Hallo, ich bin Chris Roberts. Und ich bin Sandy Gardner. Wir möchten uns bei der deutschen Community für den Support for Star Citizen bedanken. Die aktuellsten Informationen rund um Star Citizen und Squadron 42 findet ihr bei Merelune und Stardust auf starcitizennewsradio.de. See you in the verse! Und hier ist für euch ein Update zum Batch 13.0.1. Das Star Citizen Team hat den Rollout der Arena Commander Version 0.9 verfolgt. Heute reichen wir einen weiteren Patch nach, um einige der auftretenden Fehler zu beheben. Der Patch 13.1 enthält Korrekturen zu einigen Verbindungsproblemen und enthält die fehlenden Checkpoints für eine der Rennstrecken. Dieser Patch wird sich automatisch installieren, wenn ihr das nächste Mal euren Star Citizen Launcher startet. Um an den anhaltenden Verbindungsproblemen arbeiten zu können, nehmen wir die Server für die privaten Matches offline. Unser Technikerteam befasst sich gerade mit einem serverseitigen Fehler, von dem sie glauben, dass er für die Matchmaking-Probleme verantwortlich ist. Das Problem ist, dass wenn ein Spiel beendet wird, weist der Server die Match-Ressourcen nicht mehr den öffentlichen Spielen zu, sodass dadurch jeder Server für öffentliche Spiele unbrauchbar wird und deshalb auch keine Verbindungen mehr zustande kommen können. Sobald wir eine Lösung dafür gefunden haben, gehen die privaten Matches wieder online. Beachtet bitte, dass eure Freundescodes auch weiterhin für die öffentlichen Spiele funktionieren, während die Server für private Spiele offline sind. Wir wissen auch von den Problemen mit einigen Steuerarten, insbesondere von denen mit Gamepads. Ein weiteres Update dazu ist in Arbeit. Außerdem hat unsere QA-Abteilung gerade erst mit den Tests zur anpassbaren Tastaturbelegung begonnen, die im Patch 13.1 mit enthalten ist. In diesem Release werden wir unsere Priorität auf eine verbesserte Steuerung legen. Dann arbeiten wir noch an einem Hotfix, der das No-Match-Found-Problem beheben soll, auf das einige Bugger gestoßen sind. Dieser Fehler bezieht sich auf das serverseitige Warteschlangensystem. Das System versucht, Spieler in bereits gestartete Spiele einzufügen, aber die Spielregeln für den Racing-Modus und Spiele, die gegeneinander geführt werden, erlauben dies nicht. Das Ergebnis davon ist, dass der Spieler gesagt bekommt, es wäre kein Spiel frei, bis ein neues begonnen wird. Unsere Techniker glauben dem Fehler auf der Spur zu sein und es wird in Kürze einen Hotfix dazu geben. Das Entwicklerteam steht bereit, um die Fehler, die bei den Backern mit diesem Bild auftreten, sofort angehen zu können. Dieser Prozess wäre nicht möglich, ohne das Feedback, das wir von der Community erhalten. Egal, ob ihr die Fehler im Forum meldet oder ihr den Arena-Commander auf Twitch streamt. Ihr helft uns auf jeden Fall, ein besseres Spiel zu machen. Und wir machen gleich weiter mit 10 for the German, Episode 37. In der heutigen Show ist Ben Lesnick, der Community Manager von CIG, mit dabei. Chris bedankt sich für ein T-Shirt mit einer Hornet und bei einem anderen Fan für einen kleinen Meteoriten, den er ebenfalls geschenkt bekommen hat. Dann zeigen sie noch einige coole Sachen von den Wing Commander und Strike Commander Requisiten sowie Auszeichnungen, die sie dafür bekamen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Gibt es irgendwelche Pläne für eine personalisierte Schiffs-KI? Ich glaube, es wäre speziell für Solospieler ein zusätzlicher Kick, wenn die KI einige Scherze machen würde. Informationen zu dem System, in dem sie sich momentan befinden, interessante Orte und sonstige Tipps von sich geben würde. Wir planen schon eine etwas personalisierte Version der Bitching Betty. Du wirst sie später mit verschiedenen Stimmen ausstatten können. Es wird also nicht so eine KI sein, die dein Schiff steuern wird, sondern mehr eine Stimme, die dich bei der Navigation unterstützt. Aber man weiß ja nie, was noch kommt. Was passiert mit deiner Constellation, wenn die ganze Besatzung im Rover unterwegs ist und aus irgendeinem Grund in einem neu entdeckten und noch nicht gemeldeten Sektor getötet wird?
Nun, ich gehe davon aus, dass du dann tot sein wirst und auf dem nächsten besiedelten Planeten respawnen wirst. Das wird dann so ähnlich ablaufen, als würde ein Bergungstrupp euch so gut wie tot finden und dann zurückbringen. Also es wird nicht so sein, dass du in einem unbekannten Teil des Universums sterben wirst und niemand bringt dich zurück. Habt ihr irgendwelche Ideen zu mächtigen, feindlichen Raumstationen im Spiel? Ich denke da so eine Art Todesstern. Man müsste dann eine große Allianz schmieden, womöglich auch mit deinen Feinden, um dieser Gefahr zu begegnen. Also so eine Art wie Raids in anderen MMOs. Es wird im Spiel definitiv Raumstationen geben, die ihr angreifen, verteidigen oder übernehmen könnt. Die wirklich Großen werden auch eine sehr gute Verteidigung haben. Manche davon werden von der KI gesteuert und manche von Spielern. Ich weiß noch nicht genau, ob es etwas in der Größenordnung eines Todessterns geben wird, mit dem man rumfliegen und Planeten zerstören kann. Aber es wird ganz sicher welche geben, die ihr mit euren Freunden oder Alliierten, nachdem ihr die Verteidigungsanlagen überwunden habt, erobern und danach unter eurer Leitung betreiben könnt. Die Maricap-Rennkarte New Horizon sieht aus, als wäre sie ein paar tausend Meter über der Planetenoberfläche. Sind auf dieser Karte irgendwelche planetaren, Gravitations- oder atmosphärische Effekte, wie zum Beispiel Luftwiderstand, der Kartenphysik hinzugefügt worden? Falls nicht, werden solche wechselnden Bedingungen auf späteren Rennkursen vorhanden sein? Momentan ist nur ein sehr kleiner Teil von Gravitation in der Kartenphysik enthalten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir den Luftwiderstand mit einfügen werden, obwohl es technisch sehr einfach wäre. Wir haben das rausgenommen, weil ja die meisten Rennen sowieso im Weltraum stattfinden werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass es in Zukunft andere Karten geben wird, auf der atmosphärische und Gravitationseffekte eine größere Rolle spielen werden. Wir stehen ja erst am Anfang dieses Projektes und es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Werden wir die Blackboxes, die nach PvP-Gefechten geborgen werden können, vielleicht gegen jemanden verwenden können? Wenn wir zum Beispiel eine Blackbox des Opfers eines Piratenüberfalls bergen, ist es dann möglich, den Piraten damit zu erpressen? So nach dem Motto, gib mir so und so viel Kredits oder ich übergebe die Blackbox den UE-Behörden. Wir haben das mit dem PvP innerhalb von gut bewachten Systemen so geplant, dass wenn du angegriffen wirst, dein Bordcomputer automatisch einen Notruf absetzt. Man kann diesen Notruf zwar auch unterbinden, aber dazu benötigt man ein sehr teures Equipment. Also, wenn du einen Überfall in einem gut überwachten System planst, solltest du vorher die Relais-Satelliten ausschalten, damit auch kein Notruf weitergegeben werden kann. Wir haben keine Blackbox im eigentlichen Sinn, sondern mehr so eine Art Signalboje, die einen Notruf sendet. Das mit den Blackboxes ist zwar eine gute Idee, aber es ist momentan nicht im Entwicklungsplan vorgesehen. Lass uns mal annehmen, dass bei einem Entermanöver irgend so ein Genie eine Handgranate auf die Brücke einer Kuni wirft. Diese Aktion mag zwar den Captain und die Besatzung töten, aber ich gehe mal davon aus, dass diese Explosion auch einige Konsolen und vielleicht sogar das gesamte Cockpit des Schiffes zerstören würde. Ein solches Szenario würde vielleicht manche Spieler davon abhalten, Handgranaten oder ähnliches beim Entern von kleineren Schiffen zu benutzen und die Entermanöver interessanter machen. Genauso sieht unser Plan aus. Wenn du Handgranaten einsetzt, können Stationen beschädigt und Fenster zerstört werden. Du solltest also schon aufpassen, welche Waffen du einsetzt, um nicht einen Druckverlust in der Conny zu riskieren. Wie gesagt, das ist definitiv ein Teil unserer Planungen. Eine Frage als Explorer. Werden wir in der Lage sein, Flora und Fauna für die Galactapedia zu dokumentieren? Wenn ja, würde es auch möglich sein, irgendwelche Spezies auf dem Schwarzmarkt oder an UAE-Forschungseinrichtungen zu verkaufen? Das ist ein guter Vorschlag zu dem, was Explorer machen können. Du wirst zum Beispiel Sprungpunkte oder Asteroidenfelder kartieren können. Dann wirst du auf manchen Planeten landen können und dort vielleicht Ruinen vorfinden. Das mit der Flora und Fauna ist eine sehr gute Idee und wir werden das mit auf unsere Liste setzen. Wir wollen, dass ihr verschiedene Planeten besucht und dort Gegenstände finden könnt und dann in euren Trophäenschrank im Hangar ausstellen könnt. Im Death of a Spaceman hast du geschrieben, dass es möglich ist, dass deine Rettungskapsel von einem anderen Spieler gerettet werden kann. Kann ich als Besitzer einer Cutlass-Missionen annehmen, in der ich Spieler oder NPCs, die ausgestiegen sind, retten kann? Wird es Rettungsmissionen für Spieler und NPCs Such- und Rettungsteams geben? Ja, wir planen, dass Suchen und Retten definitiv etwas sein wird, was ihr im Verse machen könnt. Es wird auch Missionen dafür geben und du wirst sowohl Spieler als auch NPCs retten können. Wie funktioniert das mit den Raumhäfen? Werden wir, wenn wir landen,
andere Spielerschiffe sehen oder werden wir in unserer eigenen Instanz auf einem Landeplatz landen, wenn es uns möglich ist, die Schiffe anderer Spieler zu sehen? Was hält uns davon ab, nicht in sie hineinzugehen und sie zu stehlen? Werden wir unsere Schiffe mit einem Zugriffscode sichern können? Wenn du auf einem Planeten landest, dann kommst du in einer eigenen Instanz runter. Du wirst zwar die anderen Landeplattformen sehen können, aber du kannst nicht auf sie gelangen. Auf größeren Raumhäfen wird es vielleicht 5 oder 6 Slots geben und auf kleineren nur 1 oder 2. Aber ihr könnt auf jeden Fall sehen, welche Schiffe rein- und rausfliegen und ob es Freunde, NPCs oder Feinde sind. Wie wird der Luftraum um die Planeten herum behandelt? Wird es einen Space Traffic Controller geben, der uns bestimmte Kurse und Landezonen zuweist? Wie werden diese Anweisungen durchgesetzt? Kann ein Pilot seine Pilotenlizenz verlieren, wenn er trotz Verbot auf einem Planeten landet? Kann ein Raumhafen wegen zu großem Verkehrsaufkommen geschlossen werden? Auf den meisten Planeten musst du um Landeerlaubnis bitten. Dann bekommt euer Bordcomputer einen Kurs zugewiesen und fliegt den Planeten an. Und ihr könnt euch währenddessen frei auf dem Schiff bewegen und euch umsehen. Wenn ihr auf euren Landeplatz angekommen seid, werdet ihr euer Schiff verlassen und dort herumlaufen können. Ob ein Raumhafen wegen zu hohem Verkehrsaufkommen geschlossen werden kann, weiß ich noch nicht so genau. Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, weil wir da sehr viele Instanzen aufmachen können. Wenn du versuchst, ohne Landeerlaubnis zu landen, wirst du wahrscheinlich in der Atmosphäre verglühen oder die örtlichen Polizeikräfte schießen dich ab. Das war es schon wieder mit 10 for the Chairman für diese Woche. Ich hoffe, euch hat auch der Rückblick auf die alten Wing Commander und Strike Commander Sachen am Anfang gefallen. Wie jede Woche möchte ich mich wieder bei den Backern und Subscribern bedanken. Vielen Dank an Ben Lesnick, dass er hier bei mir war, und auch vielen Dank dafür, dass er euch Bäcker 24/7 informiert und euch so auf dem Laufenden hält. Ich hoffe, dass euch die Arena Commander Version 0.9 gefällt. Es hat darin viele Veränderungen gegeben und der Start war etwas holprig, aber ihr wisst auch, dass dies eine sehr frühe Version von Star Citizen ist. In der Version 1.0 wird es ebenfalls wieder viele Veränderungen geben, unter anderem ein Lobby-System, die freie Controllerbelegung und eine Verbesserung der Steuerung für alle Arten von Controllern. Also seid bitte noch etwas geduldig. Wir arbeiten an allem. Ich freue mich sehr darüber, wie ihr die besten Listen mit Leben füllt, und ich sehe sie mir regelmäßig an. Das war es von mir. Bis nächste Woche. Bye bye. Weiter geht's bei uns mit dem Letter from the Chairman zu den 53 Millionen Dollar. Am Wochenende haben wir die 53 Millionen Dollar im Crowdfunding erreicht. Ich möchte mich zunächst für die Verzögerung bei diesem Letter from the Chairman entschuldigen. Wir haben inzwischen gelernt, dass die Zeit kurz nach dem Release eines großen Patches am kritischsten ist. Denn diese ersten Stunden sind die Zeit, in der wir das wichtigste Feedback durch das Verfolgen eurer Reaktionen darauf erhalten. Das Team hat nicht nur über das Wochenende gearbeitet, um die dringendsten Fehler zu beheben, sondern auch um unsere Pläne für die zukünftige Anpassung eures Feedbacks. Inzwischen sind wir äußerst zufrieden damit, wie der Rollout des Arena Commanders Version 0.9 abgelaufen ist. Es sieht so aus, als würden sehr viele Leute die neuen Rennmodis gefallen. Und die aktualisierten Spielmechaniken zeigen euch jetzt, was wir damit meinen, dass der Kampf in Star Citizen von deinem Können abhängig sein wird. Unsere wichtigsten Probleme, an denen wir gerade arbeiten, sind die privaten Matches und die Probleme mit der Steuerung. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr in naher Zukunft mehr Informationen dazu erhaltet. Lasst uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, um einen weiteren Crowdfunding-Meilenstein zu feiern. Wir sind stolz auf den Arena Commander, aber wir wissen, dass wir ohne die Unterstützung unserer Backer nicht da wären, wo wir jetzt sind. Ihr habt es möglich gemacht, dass wir unser Blut und unseren Schweiß in das Spiel einbringen können. Mit dem Erreichen des 53 Millionen Dollar wurde die Independent Arbitrators Guild freigeschaltet. Hier die Beschreibung dazu. Independent Arbitrators Guild. Bist du von einem Vorgesetzten ungerecht behandelt worden? Hat das Mitglied deiner Organisation, das mit der Verwaltung der Finanzen betraut ist, Kredit in seine eigene Tasche gewirtschaftet? Glaubst du, du kannst nichts unternehmen? Falsch, da irrst du dich. Voll lizenziert und an die UEE gebunden, ermöglicht es die Independent Arbitrators Guild, Citizens und natürlich auch Zivilisten, Beschwerden gegen die eigene oder fremde Gilden vorzubringen.
Wenn ihr Petitionen an eure IAG-Repräsentanten weiterleitet, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr gehört werdet und Entscheidungen getroffen werden. Ist euer Unternehmen nicht so ganz legal? Das stört uns nicht. Wir sind nur dazu da, um eure Anfragen zu behandeln und wir garantieren absolute Vertraulichkeit. Offensichtlich ist dies etwas, das wir nicht wirklich benötigen, bevor das persistente Universum online geht. Aber wir haben schon mal die Mittel dazu bereitgestellt und sind dabei, genau zu bestimmen, was wir dafür benötigen. Wir haben viele Fans, die diesen Job gerne haben möchten. Und wir werden auf jeden Fall auch Bewerber von außerhalb der Spielindustrie anhören. Es sieht fast so aus, als wäre ein Rechtsanwaltsfachangestellter mit dem entsprechenden Verständnis unseres Universums ein idealer Kandidat für diesen Job. In den letzten 2 Jahren habt ihr unsere Schiffe in- und auswendig kennengelernt und festgestellt, dass ihr sie ausrüsten könnt, wie ihr wollt. Jetzt sind wir damit beschäftigt, dies für euch auch Realität werden zu lassen. Für den nächsten Stretch Goal wollen wir euch fragen, welche Komponenten ihr benötigt und auch für den Kampf einsetzen wollt. Das Entwicklerteam hat vor kurzem begonnen, neue Schiffskomponenten zu erstellen. Das Ziel dahinter ist, den Arena Commander durch die zusätzlichen Komponenten aus dem Voyager Direct Store noch interessanter zu machen. Wir haben 9 dieser zukünftigen Upgrades für die Abstimmung ausgewählt. Diese Upgrades reichen von Laserwaffen bis hin zu Kühlaggregaten. Nehmt euch einen Moment Zeit und wählt einen davon aus. Der Gegenstand, den die Community auswählt, wird jedem Bäcker, der vor dem 55 Millionen Stretch Goal dabei war, auf seinem Account gutgeschrieben. Hier ist ein Überblick zu den Auswahlmöglichkeiten. Welchen Gegenstand wählt ihr? Ballistische Kanone A&R Pyrobolt C1. Mit der Vorstellung der A&R Pyrobolt C1 wurde eine weitere wertvolle Waffe ihrer historischen Produktlinie hinzugefügt. Die Pyrobolt ist eine ballistische Waffe vom Kaliber 15 mm, die in der Lage ist, eine Vielzahl von Munitionsarten mit moderater Feuergeschwindigkeit und maximaler Zielgenauigkeit abzufeuern. Laserkanone Preacher Armament Alpha 1. Als Preacher Armament auf der letztjährigen DEFCON ihren Alpha 1 Laser vorgestellt hat, rechnete niemand mit einer großen Überraschung. Aber Preacher definiert die Standardschiffswaffe neu. Sie haben die Stoppkraft ihrer Waffe erhöht, ohne gleichzeitig euren Reaktor zu überfordern. Ballistische Gatling-Kanone Preacher Armament Inquisition 22. Die Inquisition 22 von Preacher ist die Waffe, die ihr benutzen solltet, wenn ihr euer Ziel flächendeckend unter Feuer nehmen wollt. Seine Doppelmunitionszuführung erlaubt es euch jederzeit, die Munition zu wechseln, ohne das Schiff verlassen zu müssen. Der Besitzer dieser Waffe hat so die ultimative Freiheit, die beste Munitionsart für jede Situation auszuwählen. Laser Repeater Verified Offward Laser Technology Firestorm. Du kannst weglaufen, aber dich nicht vor einem Feuersturm verstecken. Der neue Laser von Vault ist eine kostengünstige Ergänzung zu deinem offensiven Arsenal. Sie ist in der Lage, ähnlich wie eine ballistische Version, 6 Schuss pro Sekunde abzufeuern. Aber da musst dir keine Gedanken darüber machen, dass dir die Munition ausgeht. Neutronenkanone Pro Kiloblast 3000 Pro. POW hat es schon wieder getan. Die Kiloblast 3000 ist ihre neueste Entwicklung für das mittlere Marktsegment und sie ist in der Lage, eine sehr starke Stoppwirkung zu erzielen. Die Kiloblast 3000 wird möglicherweise die erste Neutronenkanone sein, die du kaufst. Aber sie wird auch die einzige sein, die du jemals brauchen wirst. Raketen Spearfish ASIM 09 EN7 Arrestor. Die Spearfish-Line von Arrestor Missiles sind gute und erprobte Jäger. Ihre Top-Infrarotsensoren und ihre geschützte VK9-Verarbeitungssoftware sorgen dafür, dass es nur minimale Aufschaltungsverluste gibt und jederzeit eine verheerende EMP-Nutzlast in ihr Ziel bringt. Reaktor Ace Astrogation Fusion Pro 3H. Optimiert für mittlere Raumschiffe zeichnet sich das 3H von Ace Astrogation durch hohe Haltbarkeit und Leistung beim Feuern sowie einer robusten Energieabgabe aus. Schildgenerator REM Corporation ProTech Twin Standard. Die ProSec Twin Standard ist ein Binärsegment-Schildgenerator, der jeweils vorne und hinten die Errichtung effektiver Abwehrmaßnahmen erlaubt. Die ProSec zeichnet sich ebenfalls durch eine sehr niedrige EM-Signatur aus und das ist wichtig für Situationen, in denen ihr gar nicht kämpfen wollt. Kühlung Chaseban Cryostar. Die preisgekrönten Designer von Chaseban haben eines der modernsten Kühlsysteme produziert.
Der Cryostar nutzt eine neu entwickelte Art der Flüssigkeitskühltechnologie und hält euren Antrieb ohne Energieverlust mit Sicherheit kühl. Bitte bedenkt, dass der Umfang von Star Citizen auf dem Crowdfunding basiert. Eure weitere Unterstützung macht es uns möglich, mit Teams auf der ganzen Welt zu arbeiten. Ihr seid der Grund, dass Star Citizen Wirklichkeit wird, und ich kann euch nicht genug für die Finanzierung und die Werbung, die ihr für Star Citizen macht, danken. Das waren wie immer die Worte von Chris Roberts. Welches kostenlose Upgrade möchtet ihr im Arena Commander haben? A. Ballistische Kanone A&R Pyrobolt C1. B. Laserkanone Breacher Armament Alpha 1. C. Ballistische Gatling-Kanone Breacher Armament Inquisition 22. D. Laser Repeater Very Field Offward Laser Technologies Firestorm. E. Neutronenkanone Pro Po Kiloblast 3000 Pro. F. Raketen Sparefish ASIM 09 EN7 Arrestor. Reaktor Ace Astrogation Fusion Pro 3H. H. Schildgenerator Ram Corporation Protec Twin Standard. I. Kühlung Chasebahn Cryostar. Wählt wie immer weise. Im Studio ist heute euer Stardust. Die Mera Luna ist heute leider nicht mit dabei, da sie sich einer Operation unterziehen musste. Ich drück dir die Daumen, dass alles gut verläuft und dass du schnell wieder fit bist, Babe. Gute Besserung. Und bei uns geht's weiter mit Unterstützt die Lego Hornet. Nosmicon aus dem Star Citizen Super Reddit hat eine Lego F7A Hornet erstellt, aber er braucht unsere Hilfe. Damit sein Projekt bei Lego in Serien gehen kann, benötigt er 10.000 Stimmen. Derzeit hat das Projekt schon mehr als 4.000 Stimmen gesammelt und wir benötigen eure Hilfe, um die restlichen 6.000 auch noch zu schaffen. Wenn ihr daran interessiert seid, eine echte Lego Hornet F7A zu sehen, dann schaut auf der Lego-Seite vorbei, registriert euch und drückt den blauen Support-Button. Selbst die Leute von Lego sind begeistert von diesem Projekt. Sie hinterließen auf der Seite folgenden Kommentar. Wie passend, dass ein Kickstarter-finanziertes Spiel seinen Weg auf die Lego-Ideenseite findet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein besseres Schiff gibt, das für das Vereinigte Reich, Lego, kämpfen könnte. Viel Glück beim Erreichen von 10.000 Unterstützern. Das gesamte Team, inklusive Chris Roberts, ist von der Idee, eine Lego-Hornet auf dem Schreibtisch zu haben, begeistert. Wenn auch ihr daran interessiert seid, stimmt bitte für die Sache ab und zeigt der ganzen Welt, wie cool Star Citizen ist. Weiter geht's mit dem Fan-Spotlight Star Citizen in anderen Spielen. Wir finden, dass es etwas ganz Spezielles ist, wenn unsere Fans ihre Liebe zu Star Citizen mit anderen Spielen, die sie spielen, kombinieren. Unsere tolle Community hebt ihre Leidenschaft für Star Citizen ständig auf einen höheren Level und wir lieben es, das zu sehen. Heute wollen wir andere Spielewelten erforschen und sehen, wie unsere Fans Star Citizen darin integriert haben. iCareBall. Wir wollen mit dem YouTuber iCareBalls beginnen, der die Phoenix Constellation im Kerbal Space Programm erstellt hat. Gefunden hat dieses Schiff der User Killerhawk. Zu sehen, wie dieses Schiff startet, war unglaublich. Und es war eine wahre Freude zu sehen, wie sich der Frachtraum abgesenkt hat und der Rover begann herumzufahren. Nekuda. Als nächstes haben wir Nekuda, der Star Citizen mit Little Big Planet verbunden hat. Er hat ein RSI-Logo und eine Aurora erstellt, die tatsächlich fliegen kann. Und es kommt noch besser. Nekuda hat den Link dafür für euch bereitgestellt, damit ihr diesen Level ausprobieren könnt. Gamer217. Der User Gamer217 hat diesen erstaunlichen Bengal-Träger gefunden. Wir waren leider nicht in der Lage herauszufinden, wer der Schöpfer dieses Trägers ist. Aber wir möchten ihn für die Zeit und das Engagement, das er dafür gebraucht hat, um dieses Schiff zu erstellen, danken. The Fat Cheetah. Schließlich hat The Fat Cheetah noch einen Pilotenskin für seinen Minecraft-Charakter erstellt. Wir bezweifeln zwar, dass er gegen die bösen Endermen was helfen wird, aber man wird ja noch hoffen dürfen. Oder? Vielen Dank an alle, die ihre Liebe zu Star Citizen in den verschiedenen Spielen gezeigt haben. Wenn ihr ebenfalls etwas geschaffen habt oder etwas gefunden habt, dann lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns nächste Woche. Und die Links und Bilder dazu findet ihr wie immer auf der SCNRHB. Ich soll euch alle schöne Grüße von der Mera Luna überbringen und sie ist auf dem Weg der Besserung. Die Operation ist sehr gut verlaufen. Ja, und wir hoffen, dass sie nächste Woche wieder mit im Studio ist. Bei uns geht es jetzt weiter mit Around the Verse, Episode 14. Sandy sagt, dass sie heute ohne Ben die Show moderiert, weil sie etwas Neues ausprobieren wollen. Wir wollen, dass unsere Moderatoren rotieren. Es kommt einmal Will, James und dann wieder Ben. Wir hatten den Release von Arena Commander Version 0.9 und es gab sage und schreibe 14 GB an Veränderungen. Wir hoffen, dass euch die Ranglisten, der Rennmodus, der Koop-Modus und all die anderen Sachen gefallen.
Dann haben wir auch noch den M50 Werbespot veröffentlicht. Ich bin der Meinung, dass er super cool ist und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, müsst ihr ihn euch unbedingt ansehen. Dann gibt es noch ein geupdatetes Arena Commander Handbuch. Das Team arbeitet gerade hart an der Version 13.1. Das QA-Team hat über das ganze letzte Wochenende gearbeitet, um Fehler zu beheben. Habt noch etwas Geduld. Wir arbeiten ebenfalls daran, die privaten Matches so schnell wie möglich wieder online stellen zu können. Außerdem haben wir noch das 53 Millionen Dollar Stretch Goal erreicht. Dies bedeutet, dass die Independent Arbitrator Guild freigeschaltet wurde. Die Subscriber haben diesen Monat den Spind aus einem anderen Universum bekommen. Und ich habe gehört, dass sich da so eine Art Easter Egg drin verstecken soll. Also, checkt das mal ab. Die CitizenCon-Tickets sind ausverkauft und wir freuen uns jetzt schon darauf, euch zu sehen. Es sind ca. 400 Citizens und 100 Entwickler und Presseleute vor Ort. News from around the world. Arena Commander. Diese Woche haben wir begonnen, an der Version 1.0 zu arbeiten. Das wird wirklich ein sehr großer Schritt für uns und das Spiel werden. Also habt bitte etwas Geduld mit uns. Bevor wir jedoch damit fertig sind, wird der Patch 13.1 kommen, mit dem ihr einiges mehr anpassen könnt und viele Bugs behoben werden. Dann haben wir noch die Arbeiten am Breathing Manager beendet und er bringt euch Atemgeräusche, die von den einwirkenden G-Kräften abhängig sind. Außerdem haben wir damit begonnen, die Mustang Alpha zu integrieren und wir arbeiten gerade an dem Konzept für die Signatur und das Raketensystem. Dann sagt Sandy, dass sie gerade an Star Citizen HOTAS arbeitet und es dauert noch ca. 12 Monate, bis sie fertig sind. Natürlich wird sie euch über den Fortschritt der Arbeiten an den HOTAS auf den Laufenden halten. Squadron 42. Momentan liegt ein großer Fokus auf das Landesystem und dort im Speziellen auf die Fahrwerke der Jäger. Dann arbeiten sie noch an den Interaktionen in der Schwerelosigkeit. Bei der Shubin Mining Station gehen die Greyboxing-Arbeiten an der Raffinerie, der Landezone und an einem automatischen Roboterarm, der Gegenstände einholen kann, weiter. Persistentes Universum. Das planetare Kontrollsystem wurde in Angriff genommen. Unser Art-Team stellt alle möglichen Sachen vom Kampfroboter bis hin zu Statuen für Dekorationszwecke in der Terra-Landezone her. Viel Arbeit gibt es auch für das Team von Moon Collider, die an der Roadmap für die KI im persistenten Universum beschäftigt sind. Das Team besteht aus drei sehr talentierten Genies und Sandy sagt, dass, als sie sich mit ihnen unterhalten hat, ständig nachfragen musste, was sie meinten. Außerdem sind wir gerade mit den Arbeiten an der ersten Live-Demo für das persistente Universum beschäftigt. Ihr dürft in Kürze mehr Informationen zu diesem Thema erwarten. Dann stecken wir noch sehr viel Arbeit in die ganzen Schiffskomponenten wie Kanonen, Raketen, Antriebe, Scanner und noch viele andere Dinge. Das Konzept der finalen Mustang-Variante ist nun fertig. Dann haben sie mit den Konzeptarbeiten an der Anvil Carrack in Santa Monica begonnen. Außerdem gibt Sandy bekannt, dass sie an Varianten für die Avenger arbeiten. In Kürze werdet ihr mehr Informationen über den Release dieser Varianten bekommen. MVP, Most Valuable Post. Und der geht heute an den User Tarkin und der hat einen Trader's Guide, ein Händlerhandbuch, zusammengestellt, indem er die Informationen aus den Galactic Guides des Jump Points in eine einfach zu lesende Grafik gepackt hat. Herzlichen Glückwunsch auch von uns, gute Arbeit! Sandy sagt noch, dass sie für die PAX Australia einige Pläne haben. Am Freitag, dem 31. Oktober, haben sie eine von Fans inspirierte Halloween Grill Party. Die eigentliche CIG Party gibt es am Samstag darauf und sie beginnt gegen 19 Uhr und endet gegen Mitternacht oder 2 Uhr, je nachdem wie viele Poster wir unterschreiben müssen. Es gibt 1400 Tickets zu je 20 Dollar. Die Tickets sind etwas teurer als die auf der Gamescom und das liegt daran, dass der Weg nach Australien sehr, sehr weit ist. Diese Tickets könnt ihr ab Freitag, den 19. September 2014 kaufen und es wird sie zu australienfreundlichen Zeiten geben. Falls ihr noch eine M50 oder 350R haben wollt, müsst ihr euch beeilen, denn der Verkauf endet am kommenden Montag. Schaut auch am nächsten Donnerstag wieder bei Around the Verse rein, denn da werden wir ein völlig neues Schiffskonzept veröffentlichen. Außerdem wird es einen neuen Moderator geben. Und ich hoffe, ein neues Bild hinter mir, denn wenn mir Chris ständig über die Schultern sieht, macht mich das nervös. Ich hoffe, euch hat die Show gefallen und wir sehen uns nächste Woche Around the Verse. Dann wurde noch der Arena Commander Patch 13.0.2 released. Wir haben für euch einen kleinen Arena Commander Patch online gestellt, um die Steuerempfindlichkeit der Gamepads zu verbessern. Wenn du mit einem Gamepad spielst, lass es uns bitte wissen, ob sich die Spieleerfahrung für dich verbessert hat. Zusätzlich haben wir einen kleinen Server-Hotfix veröffentlicht, der den No-Match-Found-Fehler ausbessern soll. Dieser Patch ist über die Star Citizen Launcher verfügbar. Außerdem ist zurzeit der bedeutende Patch 13.1 in Arbeit. An alle Piloten, die im Menü nicht auf ihre M50 zurückgreifen können. Wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten daran, eine Lösung zu finden. So, wie geht's bei uns weiter? Ja, genau. Der PAX Australia Event steht vor der Tür.
CIG auf der PAX Australia. Cloud Imperium Games wird auf der PAX Australia vertreten sein. Es ist uns eine Freude und Ehre, an der PAX Australia teilnehmen zu dürfen. Genau wie auf der Gamescom und der PAX East wird es eine Präsentation und die dazugehörige Party geben. Alle Packer sind zu einer Teilnahme berechtigt. Chris Roberts wird euch die nächste Phase der Entwicklung von Star Citizen zeigen und diese Veranstaltung wird wieder live auf der ganzen Welt übertragen werden. Die Citizens in Australien sind einige der engagiertesten im gesamten Verse und wir möchten unsere Fortschritte in Star Citizen mit Ihnen und den anderen Bäckern auf der ganzen Welt teilen. Und genau das ist es, was Star Citizen so einzigartig macht. Event Details. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 1. September um 19 Uhr AEDT im Forum Theater 154 Flinders Street, Melbourne, VIC 3000, Australien statt. Der Einlass beginnt um 20 Uhr AEDD. Die Abonnenten, Concierge-Mitglieder und Golden-Ticket-Besitzer haben schon um 19 Uhr Zutritt. Parkplätze sind vor Ort vorhanden, müssen aber im Voraus online gebucht werden. Die Veranstaltung ist 18+ und wir können leider keine Personen unter 18 Jahren Einlass gewähren. Informationen zum Parken. Adresse: Wilson Parking, Flinders Gate 172 bis 192 Flinders Street, Melbourne. Der Preis: $5 mit dem Discount-Code. Die Parkplätze müssen im Voraus unter www.bookerbay.com.au im Voraus gebucht werden. Unter der Option Make a Booking Now wählt ihr im Menü VIC Flinders Gate 172 bis 192 Flinders Street und gebt Marina in das Promo-Codefeld ein. Um Zugang zu dem Parkplatz bekommen, müsst ihr die Kreditkarte, mit der ihr die Buchung getätigt habt, benutzen. Vom Parkplatz runter funktioniert das auch mit der Kreditkarte, die ihr zum Buchen benutzt habt. Ihr benötigt kein Bargeld und es entstehen euch dadurch keine weiteren Kosten. Die Parkplätze können allerdings erst ab Mittwoch, dem 1. Oktober 2014 gebucht werden. Und hier noch ein paar Informationen zu den Eintrittskarten. Die Tickets gehen am 19. September 2014 ab 19 Uhr BDT in den Verkauf. Wir haben 1350 Tickets zum Preis von jeweils $20. Wir freuen uns schon wieder sehr darauf, ein Teil dieses Fan-Events zu werden und lieben es, Informationen mit unseren Bäckern auszutauschen. Star Citizen ist für uns alle und Star Citizen wird noch größer. Wir kommen jetzt zu den zukünftigen Konzeptverkaufsplänen. Grüße Sternenberger. Letztes Jahr haben wir die Community dazu befragt, über die nächste Welle der Schiffe abzustimmen, die wir entwerfen sollen. Jedes der 6 Gewinnerschiffe wurde zu einem Stretch Goal gemacht. Die Schiffe, die zur Auswahl standen, reichten von einem Bergungsschiff über eine Luxusjacht bis hin zu einem Information Runner. Die ursprünglichen Konzeptbiografien zu den Schiffen findet ihr weiter unten. Die gute Nachricht ist, dass die Schiffe ein Entwicklungsstadium erreichen, in dem wir die Konzepte mit euch teilen können. Das Schiffsdesign ist für Star Citizen unglaublich wichtig und Chris Roberts genehmigt kein Schiff, bis es nicht seinem persönlichen Standard entspricht. Wir sind inzwischen ziemlich nahe an dem finalen Aussehen der Basisschiffe. Und wir sind bereit, sie in Konzeptverkäufen für euch anzubieten. In der Vergangenheit waren die Konzeptverkäufe nur sehr kurz erhältlich, wenn ein neues Schiff vorgestellt wurde. Wir haben uns für zukünftige Verkäufe dazu entschieden, das Verfahren zu ändern und einige Extras für den Verkauf von Schiffen in diesem frühen Entwicklungsstadium hinzuzufügen. Dies sollen einige exklusive Belohnungen dafür werden, dass man das Schiff am Tag des Verkaufs nicht betreten oder mit ihm spielen kann. Sobald ein Schiffskonzept die endgültige Genehmigung von Chris erhält, planen wir das Konzept eine Woche lang zum Verkauf anzubieten. Danach wird dieses Schiff nicht mehr erhältlich sein, bis es bereit für den Einsatz im Hangar ist. Außerdem werden wir einige Extras anbieten, die es nur während des Konzeptverkaufes geben wird. Der niedrigste Preis. Wenn du ein Schiff in einem solchen frühen Stadium kaufst, hilfst du dem Produktionsprozess am meisten und so ist es naheliegend, dass die Bäcker, die schon in dieser Phase ein Schiff kaufen, den niedrigsten Preis dafür bezahlen sollen. In Zukunft wird der Preis für ein Schiff, das für den Hangar und zum Fliegen bereit ist, etwas höher liegen. Hangar Flair. Jeder, der einen Konzeptkauf tätigt, erhält 2 Hangar-Dekorationen. Ihr werdet zur Markteinführung ein Poster von dem Schiff bekommen, das ihr gekauft habt und wenn das Schiff in die CryEngine eingefügt wurde, ein In-Game-Daketsu-Modell, das ihr eurer Sammlung hinzufügen könnt. LTI. Lebenslange Versicherung. Eine der häufigsten Forderungen der Community ist, dass wir bei neu angekündigten Schiffen und einem Cross-Chassis-Update die LTI übernehmen sollten. Während wir behaupten, dass die LTI mehr eine Bequemlichkeit als ein Vorteil im Spiel ist, wissen wir doch, dass viele Bäcker genau das wollen. Aus diesem Grund wird es die LTI für Schiffe, die noch nie zuvor im Verkauf angeboten wurden, wieder geben. Aber wir haben nicht die Absicht, sie für bereits verfügbare Schiffe und ihre Varianten anzubieten. Wir sind uns bewusst darüber, dass es die Verkäufe, wie sie früher funktioniert haben, verändern wird und deshalb geben wir unsere Absichten der Community rechtzeitig bekannt. Verkäufe wie diese sorgen dafür, dass Star Citizen seine Finanzierung hat.
Die Einnahmen aus dem Verkauf von diesen Schiffen in den verschiedenen Stadien gehen sofort in das Spiel, um den Spielraum für die ultimative Version von Chris Roberts' Best Damn Space Sim Ever zu erweitern. Der erste Konzeptverkauf für diese Welle von Schiffen wird am Freitag, dem 26. September sein. Wir werden euch jetzt noch nicht sagen, welches Schiff wir euch präsentieren werden. Ihr könnt uns aber unten in der Umfrage wissen lassen, welches ihr haben wollt. Die Umfrage wird zwar keine Auswirkung auf die Präsentation in der nächsten Woche haben, aber ihr könnt uns wissen lassen, auf welche ihr am meisten gespannt seid. Die Schiffskonzepte der dritten Welle. RSI Orion. Das Ziel von Roberts Space Industry war immer, die Sterne für einzelne Bürger erreichbar zu machen. Nun wird mit der Orion Bergbauplattform zum ersten Mal möglich, was bisher nur Mega Corporations möglich war. Die Features der Orion-Plattform sind unter anderem hochwertige, in Türmen montierte Traktorstrahlanordnungen und sehr langlebige außen montierte Satteltaschen, in denen man zusätzliche Mineralien lagern kann und außerdem eine Unterkunft hat. Das alles wird von dem Team designt, das die Aurora und die Constellation entwickelt hat. Origin 890 Jump. Die Gerüchte sind wahr. Origin Jump Works hat ein größeres Schiff in Arbeit. Die Origin 890 Jump ist eine instellare Superjacht mit exquisitem Styling und einer Reihe von hochwertigen Upgrade-Optionen. Bereist die Sterne auf mehreren Decks und großen Fenstern und einem Kleinboot. Egal, ob du es als Explorer ausrüstest, um neue Welten zu entdecken oder planst eine Vergnügungsreise nach Terra zu machen. Die 890 Jump ist der Inbegriff von Luxus, Klasse und Raffinesse. Aegis Reclaimer. Die Reclaimer, ehemals Surveyor, wird von Aegis, bekannter Ausrüster für das Militär, hergestellt und ist ein Bergungsschiff von hoher Qualität. Sie ist mit einem verstärkten Frachtraum, einem Langstreckensprungantrieb und einer Startvorrichtung für unbemannte Drohnen ausgerüstet und damit ein ideales Schiff, um Wracks im tiefen Raum zu bergen. Traktorstrahlen, Scheinwerfer, Scanner-Upgrades und Andockringe runden die Ausrüstung dieses sehr nützlichen Raumschiffs ab. Anvil Karak. Der Anvil Karak ist in den letzten Jahren zur Avantgarde der UEE Explorations Bemühungen geworden. Mit seinem verstärkten Kraftstofftanks für den Langstreckenflug und seinem hochmodernen Sprungantrieb und einem Hochleistungscomputerkern für die Datenverarbeitung bei der Sprungpunktkartierung ist er hervorragend für solche Operationen geeignet. Ursprünglich war dieses Schiff nur für das Militär vorgesehen, aber es wurde inzwischen auch für die private Nutzung als Explorer freigegeben. Es hat viele verschiedene Funktionen an Bord, wie zum Beispiel Unterkünfte für einen autarken Flug, medizinische Versorgungseinrichtungen für die Besatzungen und Reparatureinrichtungen. Außerdem ist seine Sensorik darauf ausgerichtet, Karten zu erstellen, damit man seinen Weg nach Hause jederzeit wieder finden kann. MISC Hull Sea Discrete. Von kleinen Transportern bis hin zu Supertankern stellt MISC alle Bereiche von Rümpfen A bis D her. Dies sind die Standardtransporter im menschlichen Raum. Alle MISC-Schiffe sind extrem konfigurierbar und können für die meisten Arten von Transporten angepasst werden. Vom Standard-Warentransport auf sicheren Raumstraßen bis hin zum gepanzerten Transporter in den Randgebieten der Galaxie. Während diese vorkonfigurierten Rümpfe meistens für rechtmäßige Zwecke verwendet werden, wurde die Hull Sea auch schnell zum Favoriten für Kriminelle, die das Schiff mit seiner modernsten Sensorschattentechnologie und einer Vielzahl von versteckten Fächern zum Schmuggeln verwenden. Nach außen sieht das Schiff wie ein ganz normaler Transporter für Waren aus. Drake Herald. Wissen ist Macht. Und einer der wertvollsten Rohstoffe ist die reine Information. Sie sind die 1 und die 0, vom UIC-Konto bis hin zur Bewertung der Staatsbürger. Ob es sich um Kolonisten handelt, die versuchen mit den Zentralwelten in Verbindung zu bleiben, oder um Kriminelle, die mit illegalen Daten handeln. Es wird immer ein Schiff gebraucht, mit dem man Daten sicher bewegen kann. Die Drake Herald ist ein kleines, gepanzertes Schiff, mit dem man Daten schnell und sicher von Punkt A nach Punkt B bringen kann. Das Schiff hat einen starken Hauptantrieb für Hochgeschwindigkeitsreisen, und um die Energie für die Datenaufbewahrung und Verschlüsselung sicherzustellen, eine erweiterte Verschlüsselungssoftware und einen gepanzerten Rechenkern. Dieser Rechenkern ist einzigartig unter den persönlichen Raumschiffen, da er bei der Gefahr einer Kaperung sehr leicht und unwiederbringlich gelöscht werden kann. Der Herald hat intern eine Reihe von Optionen zum Datenschip, redundante Stromsubsysteme, eine EMB-Abschirmung und eine Hochleistungs-Broadcast-Anlage zur Datenübertragung. Auf welches Schiffskonzept freut ihr euch am meisten? A. RSI Orion, B. Origin 890 Jump, C. Aegis Reclaimer, D. Anvil Karak, E. MISC Hull Sea Discrete, F. Drake Herald. Tja, wählt wie immer weise, Freunde. Letzte Chance, um eines der Rennschiffe zu kaufen. Falls ihr noch Interesse am Kauf einer M50 oder 350R habt, müsst ihr euch beeilen. Der Verkauf endet am Montag, den 22. September 2014 und die Infos dazu bekommt ihr natürlich wie immer im Pledge Store. Dann habe ich noch gute Nachrichten von der Mara Luna.
Ihre Ärztin hat gesagt, dass sie wahrscheinlich das Krankenhaus schon am Montag wieder verlassen kann. Und das freut mich persönlich sehr, dann muss ich die Show nicht mehr alleine machen. Schön, dass es dir schon wieder so gut geht, Babe. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, Sternenbürger. See you in the verse. Hier war wieder euer Star Citizen News Radio. Bis bald.